Hallo, das ist Dusselchen hier. Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir waren hier stehen geblieben, hatten da die Büsche zermatscht, davon stehen nur noch drei. Jetzt werden wir mit dieser Eule reden. Hallo, es sieht aus, als wärst du erfahrener und kräftiger geworden, Dussel. Direkt vor dir liegt Zoras Reich. Die Zoras dienen der königlichen Familie von Hyrule und bewachen dieses Gewässer. Das Tor zu ihrem Reich öffnet sich nur einem Abgesandten der königlichen Familie. Spiele vor dem Portal ein Schlaflied aus der Überlieferung der königlichen Familie. So, danke für den Tipp. Das heißt, wir gehen jetzt mal dahin. Mein Näschen ist verschnupft. Doof. Egal, das heißt, wir gehen jetzt dahin und jetzt müssen wir erstmal die Dinger hier wegspringen. Was würde ich jetzt eigentlich tun, wenn ich keine Bomben hätte? Hier ist ein Loft, habe ich jetzt aber keine Lust drauf. Bei dir sollte ich vielleicht mal Sachen kaufen, kann das sein? Hi. Ein paar Wundererbsen gefällig, sie gehen nicht besonders gut. Wie wäre es mit 10 Rubine ein Stück? Ja, bitte. Die Wundererbsen, es gibt eine Menge Orte. Ein paar Wundererbsen gefällig, sie sind noch nicht so beliebt. Ja. Ein paar Wundererbsen gefällig, sie werden langsam beliebter. Ja. Entschuldigung. So, es reicht erstmal. Wenn ich welche brauche, kaufe ich mir noch mal welche. Dann pflanzen wir doch gleich mal da welche ein. Na komm's. Obwohl, nein, gib mir noch mal welche. Einmal noch. Ich fall jetzt genau vier Orte ein, wo ich die so dringend brauchen werde gleich. Ein paar Wundererbsen gefällig. Sie gehen weg wie warme Sammel. Bla bla. Ja. Die Wundererbse. Hühnchen, komm mal her. Ich brauch dich jetzt. Oh, ich finde das Hühnchen gar nicht gut. Hui. Das findet das Hühnchen überhaupt nicht gut. Dass ich es mir geklaut habe, um hier rumzufliegen. Das findet es nicht gut. Das würde ich auch nicht gut finden, ehrlich zu sein. Irgendwie tut mir das Hütchen hier leid, aber... Nur was sei es drum. So. Darüber. Ich muss das Hütchen wegschmeißen. Jetzt darüber hüpfen. Gut gemacht, Casey. So, ein Herz, jetzt hast du einen weiteren Herzcontainer. Dann hier rüber. Darüber. Ich möchte den Fröschen jetzt noch nichts vorspielen, weil ich noch nicht alles kann. Also macht das relativ wenig Sinn. Da hoch. Da lang. Da hoch. Entschuldigung. Ich wollte nicht rein, jetzt habe ich es doch getan. Schande über mich. Über mich und meine ganze Familie. So, hier weiter. Und dann hätte ich das Hütchen hier noch bauen können, oder? Ich weiß sonst nicht, wie ich da jetzt als kleiner Junge hochkommen soll. Also, ist das hochkommen, wie ich da rüberkommen soll. Außer vielleicht... es hätte fast nichts... Ich höre das Skulltula. Ich höre eine fucking Skulltula. Lass mich da... Nein! Lass mich doch da... Oh Mann! Ja, ist gut, schwimmen. Ja, schwimm doch! Hey, muss ich denn wieder hin? Kann ich hier wieder hoch? Nein. Hier wieder hoch? Nein! Ach komm, sag mal, wann kann ich denn hier wieder hoch? Ist ja nicht nett. Mein Hals kratzt. Ich glaube, ich muss gleich nochmal raus. Das ist nicht toll. Ich bin immer noch krank. Das geht mir langsam echt auf die Nerven. Seit jetzt fast 4 Wochen. Da ist eine Skulltula. So, wie komme ich dahin ohne? So. So. Hoch. Nein! Och! Ach, so sieht es also aus, wenn die verschwinden. Das habe ich auch noch nie gesehen. Aber nein!
Das war ein liebes Räuspern. Dann versuche ich das hier einfach gleich nochmal. Okay. Ich versuche das jetzt so lange, bis es geht. Oder ich hole mir das verdammte Hühnchen. Dieses Cthulhu will ich verdammt nochmal haben. Wenn wir jetzt Stunden warten, bis es wieder dunkel wird. Ich meine, ich könnte auch einfach die scheiß Melodie spielen. Aber ich glaube, dann komme ich da vorne wieder raus und nicht hier. Oder warum? Ich habe keine Lust. Wie komme ich da am besten rüber? So nicht. Nein, 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 oh Gott. Ja, gut. Würdest du bitte... Nein, 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 oh, oh Gott. Link, 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 würdest du bitte mein Herz heute verschonen? Meinem Hals geht's schon nicht gut, da muss mein Herz nicht auch noch mitmachen. Mit Badumsch, 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 Badumsch. Weißt du, das reicht schon, wenn mein Hals doofe Sachen macht. Meine Nase. Das muss doch gehen. Das ist doch doof, wenn ich das erstmal den Gleitstiefeln kann. Ich will doch nicht erstmal den Gleitstiefeln können. Weil dann vergesse ich es wieder, weil ich weiß nicht, weil ich dumm bin. Ich muss hier wirklich die verdammte Skulptur haben. Warum schwebt der eigentlich doof in der Luft rum, ne? Och. Ja. Ich hol mir das Hühnchen. Ich hab Zeit. Ich hol mir das Hühnchen. Ich hoffe zumindest, dass ich Zeit habe. Ach, okay, das Hühnchen war ganz vorne. Ja, das wird ja ein Spaß. Hui. 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 Geld. Hui, noch mehr Geld. Hui, am meisten Geld. Hui. Lass mich wieder rein. Cool, ich kann nur da drüben rüber. Nicht wahr? Hey, Eule! Hallo, sieht aus, als wärst du erfahrener und kräftiger geworden. Drüssel, direkt vor dir liegt Sorosia. Ach, Gottchen. Warum sagst du mir das nochmal? Warum sagst du mir das nochmal? Nein. So. Ich habe gerade mein Mikro kurz ausgeschaltet. Weiß nicht, ob er mich dann... Ach ja, ist gut. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, mit dem Mikro ausschalten, wenn ich huste. Ich kann mir die Zeit aufschreiben, dann kann ich nachgucken. Mein Mikro ist ein bisschen komisch, müsst ihr wissen. Ein bisschen sehr komisch, mein neues. Es wird schon wieder dunkel. Was ist los? Digga, was ist los? Was geht? Eule, warum musstest du mir das übrigens nochmal erzählen? Wo ist das David Hühnchen? Hühnchen? Hütchen macht keinen Bullshit. Hütchen macht kein... Mach doch keinen Bullshit hier. Ist das... Ich muss jetzt hier... Oh, Alter. Oh Gott, wäre ich einfach nur reingelascht. Wäre ich einfach nur in Toras Reich reingelaschen, hätte ich jetzt diese ganzen beschissenen Probleme nicht. Nein, ich muss da hin und dahin und dahin, weil ich so dumm bin. Oh, ihr könnt mich in den Arsch speisen, könnte ich mich. Ernsthaft? Gott, der Name ist Programm und so. Boah, Eule! Geh mir nicht auf die Eier. Ich kann das nicht mal richtig wegdrücken, weil... Ja, ich lutsche jetzt den Bonbon. Mhm. Wow. Entspannt. Aha. Ist gut jetzt, Eule. Danke, Eule. Tschüss, Eule. Oh, da ist ein Baum. Ist da eine Skulptur da dran? Oh. Dann war es auch anders zu erwarten. Du hast eine goldene Skulptur zerstört. Hier hast du einen. Nein, das reicht nicht. Hühnchen, komm her. Danke. Ich wette, ich kann das Vieh ja nicht mal so weit mitnehmen und muss das eh mit den Gleitstiefeln machen, wenn ich groß bin. Das ist so Bullshit. So ein Bullshit.
Nun gut. Nein, ich habe nicht gehustet, das hat sich nur angehört. Nein, ich habe geräuspert, aber nicht geräuspert, aber ey. Oh Gott. Das kann ja lustig werden. Kletter da hoch, kletter da hoch. Schnapp es dir. Nimm es, nimm es. Schmeiß es. Hoch. Oh, es wird schon wieder hell. Das heißt, ich kann die fucking Skulptur nicht einsammeln. Spaßiges Spiel. Lustiges Scheißspiel. Entschuldigung. Und dann kriege ich das Hühnchen mit. Zumindest sieht so aus, als würde ich es mitkriegen. Hühnchen. Wow. Mein Herzteil, immerhin. Mein Hühnchen ist weg. Herzlichen Glühstrom. Wie sehen das bitte nicht an. Einfach nur, weil ich es kann. Geh sterben. So, dann kletter ich jetzt da hoch. Geh da rein und scheiß auf die Skulptula. Ich brauche schon eine verdammte goldene Skulptula. Gib dir nur 100. Wow, sind wir weit gekommen heute. Begeisterung. Egal. Passt schon. So, dann wäre das offen. Spring rein. Machst du gut. Zoras Reich. Wenn den Blitz bringe ich jetzt nicht, der mir Kopf umschwert. Hier jetzt viele Sachen machen, aber nicht einen dummen Blitz bringen. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Zum Beispiel laufe ich jetzt hoch. Oh, ganz böse. Ich laufe hoch. Wie kann ich nur? Unerhörter Mist. Geht ja mal gar nicht. Oh mein Gott, da ist ein Zora, oder? Oh, ein Zora. Was mache ich nur? Ich rede mit ihm. Tauchspiel, 20 Rubine, macht ihr mit, ja. Okay, sammelt alle blablabla. Entschuldigung. Er kann so plötzlich, dass ich mich nicht hab muten können. Start. Ja, super. Gib mir die. Gib mir die. Danke. Gib mir die da. Und jetzt gibt mir den da. Cool, danke schön. Gratuliere. Ich habe etwas Tolles für euch. Holt es euch ab. Wäre schon auf dem Weg. Was ich mich gerade frage. Ja, die muss ich ja anzünden. Aber ja, was? Warte, die zwei zuletzt. Die muss ich anzünden. Welche noch? Da war, glaube ich, auch noch eine, ne? Da noch eine. Juhu. Ich liebe es, Fackeln anzuzünden, weil das ist ja so unproblematisch und so. Na komm. Bisschen schneller, Link. Ich habe heute doch was anderes vor. Hol dir deine Silberschuhe ab. Hol sie dir ab. Wie elegant ihr getaucht seid. Hier, nehmt dies als Lob. Dies ist eine silberne Schuppe der Zoras. Mit ihr kann man viel tiefer tauchen. Die silberne Schuppe begibt dich ins Wasser und drücke A. Jetzt kannst du tiefer tauchen als zuvor. Hab gehustet. Nein, oh Gott, spiel noch mal. Ja. Oh, ich will diesen Stein. Den rosa, ne? Start. Den rosa nennen. Gut, die blauen Nacken auch mit, aber... Den rosa nennen.
Den da hinten. Genau den da. Geld. Regiert die Welt. So. Wie viele sind es noch? Da ist noch einer. Ach, da unten liegen ja auch noch welche. Ach du Heiliger. Das wird ja lustig. Oh, ich hab sie. Lotto-Lehre. Perfekt. Dann schwimmen wir das nächste Mal da durch, würde ich sagen. Denn wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.